Dr. Löffler, Sie hatten heute ein Verfahren am Landgericht in Stuttgart. Mögen Sie ein paar Worte dazu sagen? Ja, wir haben eine geringste mögliche Feststellung von Verletzungen des Versammlungsrechts festgestellt. Wirklich nichts Bedeutendes. Es hätte einer strafrechtlichen Verurteilung überhaupt nicht bedurft. Das Gesetz sah es vor. Das Urteil ist recht milde, unbedeutend. Dennoch meine ich, dass solche Verfahren hätten erst gar nicht eröffnet werden müssen. Die hätte man einstellen können. Es ist wirklich nicht viel passiert, auch wenn der Jury nach eine Verletzung des Versammlungsgesetzes vorgelegen hat. Okay. Vielen Dank. Okay. Grüß dich, Michael. Servus, Markus. Wir stehen hier am Landgericht in Stuttgart. Da hattest du heute eine Verhandlung, eine Strafverhandlung. Was wurde dir denn vorgeworfen? Mir wurde unter anderem Abweichen von der Wegstrecke von einer angemeldeten Demonstration vorgeworfen. Im Hintergrund haben sie halt die Maskenverstöße von anderen Teilnehmern. Wir wollten sie mir mit aufs Brot schmieren. Und dass ich die Regeln, die Auflagen nicht richtig vorgelesen hätte und ja, kennst du das Spiel. Also genau, der Vorwurf war für eine Versammlung am 30. Dezember 2021 und du hast ja da mehrere Versammlungen in Weißach im Tal durchgeführt. Wann war denn da die erste? 7.12. Das kann sein. 5. oder 7.12. 2021. Das war halt auf jeden Fall, es war als schon eine Weile her. Spazierlauf geplant. Spaziergang mit Hunden, mit Kindern, mit Laternen. Nur zur Stärkung des Immunsystems und der Abwehrkräfte und für Zusammenhalt. Aber sowas ist ja in diesem Land nicht mehr gewünscht. Also muss man sich sehr hüten, was man anmeldet oder was man vorhat. Und das war noch irgendwie am 28.12. war auch eine Versammlung in Weißach im Tal. Ja, da war auch der ganz normale Weißacher Lauf. Und dann im neuen Jahr an den drei Königen, 6. Dienstags immer. Okay. Jede Woche 18.15 Uhr Weißach im Tal. Und dann ging ich, nachdem es Dienstag gut besucht war, habe ich gesagt, wir machen jetzt auch noch donnerstags 18.15 Uhr Lamprunnen, Weißach im Tal. Und ja, im Übrigen, der Weißacher Lauf findet wieder statt. Dienstags 18.15 Uhr, Weißach im Tal. So, die Verhandlung, die fing um 9 Uhr an und jetzt ist kurz nach 12 Uhr. Wie ist es denn am Ende ausgegangen? Ja, durch den Rechtsbeistand Dr. Löffler, wo dann letztendlich die Reißleine gezogen hat, wurde die Strafe recht mild verhängt und ja, also, Glück im Unglück. Heute war ja, also am 8. Mai 2023 war am Amtsgericht Backnang war die Verhandlung. Da wurdest du verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte 55 Tagessätze gefordert. Der Richter hat dann zu 40 Tagessätzen verurteilt. 10 Euro. Genau. Und damals war der Rechtsbeistand Ralf Ludwig. Mit dem hatten wir danach noch gesprochen. Ich hatte ihn auch interviewt und er hat wohl am Abend Berufung eingelegt und einen Tag später, am 9. Mai, hat dann die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt und das heißt, ihr habt heute alle die Berufung zurückgenommen und jeder trägt seine Kosten und das Urteil sind dann eben diese 400 Euro, 40 Tagessätze zu 10 Euro. Jetzt magst du die Zahlen oder magst du vielleicht eine Alternative ausprobieren? Keine Ahnung, wie ich es machen soll. Auf jeden Fall, das Geld kann ich nicht aufbringen, sprich nicht entbehren von 398 Euro im Monat zum Leben, wo noch dann Internetkosten mit 30 Euro weggehen, Handy, Internetkosten 30 Euro. Also da gibt's glaube ich, eine Lösung. Also wir sind hier schon vor so einem Tor.
du könntest vielleicht Urlaub machen im Kloster in Stammheim. Ach, du meinst Kaffeeknack? So Kaffeeknack. Das kannst du dir ja mal noch überlegen, ob dir das gefällt. Ja, das könnte man eventuell in Betracht ziehen. Weil mal was anderes sehen, mal was anderes erleben, sich fühlen wie die Mädels vom Frauenknast. Ja. Ich glaube, Frauen gibt es da keine. Nein, aber so fühlen, so wie die sich gefühlt haben. Also genau, die Esther kann dir vielleicht noch ein paar Tipps geben. Ja. Ob man die jetzt in Stammheim anwenden kann, wissen wir noch nicht. Aber Michael Ballweg kannst du ja fragen. Ja, den kann ich ja auch kontaktieren. Das wäre auch gar nicht so schlecht. Der hat schon ein bisschen mehr Übung als Esther, oder? Genau. Ja. Dann vielen Dank, Michael, für deinen unermüdlichen Einsatz. Und dann schauen wir mal, was für die Menschheit. Schauen wir mal, was in der Zukunft passiert. Ciao, Markus.